Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Und wieder mit dabei der Gabax. Pio, hallo Leute. Ja, wir sind im Kriegsrausch mit unseren Panzern. Yay. Und wir drehen uns hier gerade im Kreis. Und, da probiere ich schon mal weiter. Wir wollen jetzt hier unten links der Karte. Voila. Da, ich zeige mal, da wollen wir hin. Vorsicht, vor dir fast was. Vor mir ist gar nichts. So, ich habe da nämlich unten schon angefangen in der letzten Folge. Habe ich schon der Herr hat da schon mal was gemacht. Der Herr hat ja, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich wollte gerade sagen. Schon mal zwei Lager vernichtet. Oder ich glaube sogar drei. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, weil die gehen uns hier so tierisch auf den Sack. Oh ja. Ich zeige es mal kurz auf der Karte. Sowohl hier unten, als auch hier und hier. Die wollen wir jetzt erstmal alle auseinander. In der letzten Folge haben wir da ja die eine Station verloren. Oh, guck mal hier, da sieht man noch die ganzen Leichen hier überall. Ja, richtig. Die haben uns alle mit Kürbisse beschmissen, deswegen werden wir jetzt mit Kürbissen zurückschmeißen. Was? So. Ja, und in ihre Vogelhäuschen kacken und ihre Hunde vergewaltigen und. Ja, das alles, überlasse alles ich dir, bitte. Und die Briefkästen zukleben, ganz gemein. Oh, das ist ja so evil. Kriegen sie nie wieder Post. Mega evil, ja. Nicht eher Böller im Briefkasten. Boah, guck mal, siehst du das, was ich sehe auf der Karte? Ja, ich sehe ein Ölfeld. Ja, ein Riesenölfeld. Okay, wir machen jetzt hier Krieg für Öl. Das kennt ja jeder, das ist ja vollkommen legitim. Okay, wie nennen wir das? Ikan nennen wir das jetzt. Das ist hier der Ikan. So. So, der Sand passt ja auch, dass wir im Ikan sind. Dass wir mit Panzern unterwegs sind, passt auch, dass wir im Ikan sind. Ikan ist geil. Und dass wir, ja, hier die Viecher töten, ja. Hat auch so ein paar Ähnlichkeiten. Dass wir quasi die Schwachen alle gerade auseinandernehmen, das hat auch so ein bisschen was vom Ikan. Okay, da würde ich aber sagen, machen wir eine zweite Route am besten. Ja. Namensverfälschung und Neologismus ist schon was Geiles. Genau, und wie das so schön heißt, ne? Zufällige Namensähnlichkeiten sind halt Zufall, ne? Das ist absolut zufällig, ja. Ja, damit haben wir hier aufgeräumt. Wir nennen uns jetzt einfach mal UDA. So. Die UDA? Dann, genau. United. Oh, guck mal, da unten ist noch ein Dreierfeld, sehe ich gerade. United. Ding Dong Arena. Was? Also, wenn dann Ding Dong Alliance. Genau, Ding Dong Alliance. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. United Ding Dong Alliance. Ach du heilige Boah, schrei nicht so. Was ist da los? Das ist eine Riesenbase, ne? Da wollen wir nicht rein. Da wollen wir nicht rein? Nein. Guck dir mal die ganzen Würmer ein. Oh, da würde ich die RRD-Mauer bauen. Die was? Die RRD-Mauer. Oh, Alter, wie viele Türme! So. Ja, eben! Alter, es ist also ihr wisst, das sind alles kleine Türme, die kleinen Dinger hier. Ja, ja, die eingebuddelten Sachen, alles mittlere, mittelgroße Würme, Alter. Ja, pass auf, ich würde, guck mal, wir haben ja jetzt diese Grenze zum, wo das Sand das... Wie hattest du den Ort hier noch genannt? Ah, jetzt haben wir das schon wieder. Der Gabax antwortet schon wieder nicht. Da haben wir aber auch Pech heute. Tja, das ist jetzt Pech wieder mit den Gabax. Ich würde sagen, ich mache hier mal ganz kurz einen kleinen nochmal wieder einen Cut. Und bin gleich wieder für euch da, sobald es wieder funktioniert. So. Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, hier zwischen, genau diese Linie ja. Ist ja, ne? Ja. Der ja, Übergang ja. Von Wüste in Tundra. Ja. Und das Feld wollen wir ja haben. Also ja. Machen wir quasi parallel die RRD-Mauer. Ja, okay. So. Wobei das Eisen könnten wir auch noch gebrauchen. Also machen wir ab hier die RRD-Mauer. Boah, das wird direkt in der Oh, Alter. In unserer UDA. In unserer UDA, okay. Unserer United Ding Dong Alliance. Oh Gott, da unten ist noch so eine Riesen-Base mit so vielen Würmern. Boah, das wird krass, das hier zu halten. Ja, ja. Na, die Base hier unten, obwohl. Aber ich glaube, die greifen uns auch gar nicht an, weil unsere Luftverschmutzung gar nicht so weit reicht. Nein, das ist richtig, aber sie werden uns angreifen, sobald wir hier anfangen, das Öl abzubauen. Ja, das sowieso.
Weil, kurz nochmal zur Erklärung, wir haben jetzt hier diesen, wo ich gerade reingefahren bin, diesen komischen roten Schleier. Bis dahin geht unsere Luftverschmutzung. Und Genau hier ist so. sogar unsere Luftverschmutzung extrem hoch. Deswegen wollen die uns natürlich angreifen. Die Oder geht die in dem wollen. Fall lustigerweise sogar direkt hier bis zur Grenze. Also, wo ich jetzt hier gerade bin. Genau bis hierhin, da geht schon die leichte Luftverschmutzung. Dann lass mal nach links in den Westen fahren. Da auch nochmal die Go Viecher kaputt schießen. west. Ich bin hinter dir. Weil die UDA ohne Westen, das funktioniert nicht. Naja, das ist richtig. Das ist die Ding Dong Alliance braucht unbedingt einen westlichen Teil. Ja. Da brauchen wir dann nicht noch einen Osten oder so? Aber den Osten haben wir ja im Süden. Genau. Da haben wir ja dann unsere Der Süden ist RD-Mauer. der neue Osten. Aber das ist ja nur Und eine. die RRD, nicht wundern, steht für Reinforcement Recovered Defense. Oh! Na? Also, das hat nichts mit anderen möglichen zufälligen Namensähnlichkeiten zu tun. Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Richtig. Weil wir haben nämlich erst uns die Namen ausgedacht und dann die Abkürzung. Macht ja Sinn. Das ist richtig. Aber jetzt kann man hier in dem Wald natürlich die Mauern, die Mauern, die Lager kaum erkennen. Guck mal, die Aliens noch weniger. Ja. Aber hier ist auch richtig viel Kohle. Krass. Na, da haben wir Also hier es. ist noch richtig viel zum Abbauen. Das kann Ja, noch bauen gibt's schön ja nach spaßig und nach. werden mit den mit der Zugschiene hier Oh weiterzukommen. ja. Sag mal, weißt du eigentlich, ob. Ich habe mich mit der Frage ehrlich gesagt nie auseinandergesetzt, ob die Karte eigentlich begrenzt ist. Nee, die ist unendlich. Die ist von, so ähnlich wie Ja, bei also man. Minecraft. Ja, also man kann es einstellen und beziehungsweise es ist standardmäßig so, dass sie unendlich ist. Wenn man es begrenzen will, muss man halt Werte eintragen. Ah, okay. Na, ansonsten ist sie unendlich. So, ich muss mal kurz reparieren. Oh, hier sind nur Türme. Oh, ein großer Wurm. Nur Türme? Naja, nur Türme. Das ist ein Bosswurm. Der Oh. Brain. Ja, die machen erstens gut Schaden und zweitens halten so gut was aus, sehe ich gerade. Das ist der Brain Bug. Ja, mit denen kann ich mich gerade nicht gut an groß anlegen. Hier mal kurz reparieren. Ich weiß gar nicht, kann man die überfahren? Ist das einfacher? Ja, aber dann verlierst du die Hälfte an Leben. Okay, ist also nicht einfacher. Naja, indirekt schon. Das Weil wenn du nur noch einen hast, dann fährst du da einfach gegen. ist richtig so. Jetzt ist nur noch einer Ui. da. Genau, ich habe ja alle. Vorsicht, da drüber ist noch ein Lager. Ja, da wollte ich ja eigentlich hin. Mein Was Problem ist ist das? eher, dass ich nur noch 36 Schuss habe. Dann nimm dir einfach von mir noch was. Okay. Ach, wie komme ich denn nochmal aus der Map? So, M. Hast du dir ein Panzer drin oder? Ja. Dann nehme ich mir mal die Und Hälfte, die Hälfte 50 raus, Schuss. ja, genau. Wir müssen eh gleich nochmal kurz wieder zurück, weil dann können wir die Artefakte erstmal wieder in Sicherheit bringen, Jo. Munition aufladen und dann Boah, wir haben weiterfahren. richtig viele Artefakte. Also ich habe 142 Stück, sehe ich gerade. Ja, ich habe auch irgendwas mit 100. Krass. So, überfahr mal den Turm. Hat gar nicht so viel abgezogen. Ja, ich habe ja auch den anderen Turm und die anderen Lager kaputt. Sind mich So. fast kaputt. Dann mache Kaputt. ich mich schon mal auf den Weg zurück, denn da oben ist irgendwas kaputt gegangen. Oh ja, da greifen sie schon Ja, an. das war in der letzten Folge schon, das wollte ich mir doch nochmal angucken. Schlimm. Die bösen Nachbarn wieder. Naja. Die randalieren wieder. Die mögen uns alle nicht, ich weiß gar nicht Zahlen warum. ihre Miete nicht, aber randalieren. Zum Zahlen ihre Miete. Das sind echte Mornaden, Nomaden. genau. Nein, Mornaden. Wir No. müssen ja nur Wortähnlichkeiten haben. Ach so, okay. Oder Mietmaden. Maden wäre vielleicht besser. Genau, Was die trifft sehen das ja denn? auch aus wie Maden, also passt sogar. Eben. So, ganz oben ist irgendwas kaputt gegangen bei der Luft. Dann reparier mal. Ich überlege gerade, ob ich Polymer. Ich werde mal Polymer unterbrechen für eine Zeit. In der Hoffnung, dass wir mehr Schwefel und damit mehr Batterien herstellen können. Aha, in der Hoffnung. Ja. Oh ja, stimmt, hier ist ein Warte Turm mal, da kaputt bist du. gegangen, aber das. Eisen, Kupfer. Und jetzt bauen wir mal ein paar
paar Reparaturkits. Oh, ich muss auch neue machen, ey. Ich bin. Ich hab so viele Reparaturkits schon hergestellt. So, wo war der jetzt nochmal? Da ist die Munition. Ey, denn ich laufe hier gegen die Strommessen. Nochmal 400, 500 Schuss mitnehmen. So. Läuft bei mir. Du hast natürlich auch noch genug Schuss da drin. Nee, mein Panzer ist so gut wie nichts mehr drin. Nein, ich habe dir noch genug liegen. Achso, dann. Also drin liegen, nee, das lohnt nicht. Ich habe gerade mal geguckt, ob man zwei Ölfabriken laufen lassen kann, zwei Raffinerien. Das funktioniert aber nicht. Okay, ist zu wenig Öl, ne? Das reicht nicht. Für eine reicht's. Das habe ich mir schon was gedacht. So, aber die Batterieproduktion läuft jetzt wieder eigentlich ganz gut. So, ich bin aufgetankt und voll und Munition und ich fahre los. Wir sind unterwegs. Nein, ich gerade nicht. Oh, warte, da oben ist. Ich fahre erstmal nach oben. Ich muss jetzt mal meine ganzen. Ich muss erstmal meine Alien-Artefakte los. Wie viel haben wir denn über jetzt? Bei der Ölraffinerie ist wieder ein Lager aufgetaucht. Ja. Und das ist sogar wieder relativ groß geworden. Alter, krass. Ich wollte ein paar Roboter eigentlich bauen. Da sind viele Turmwürmchen. Turmmaden. Ganz viele Turmmaden, genau. Ne? Ach so, ja, das bist du da oben. Ja. So. Oh, die machen aber immer mehr Schaden. Naja. Es ist ja auch so, der Multiplikator, also man muss das so wissen, je mehr Monster man tötet, also mehr Aliens, desto stärker werden die Aliens. Und der Multiplikator ist pro getöteten Alien steigt die Stärke um 0,000001. Okay, ich muss gestehen, das wusste ich noch nicht. Ja. Und da man aber so viele Aliens tötet, steigt das doch ganz schön schnell. Das ist richtig. So, ich baue mal ein paar passive Anbieterkisten, denn irgendwo... Ich meine, das reicht ja schon, wenn die ums Zweifache stärker werden. Oder ums Hattest du nicht irgendwo Reparaturkits reingetan, sagtest du? Nee, die habe ich wieder rausgenommen. Ah, okay, deswegen sagt er, er braucht Reparaturkits. Okay, ich verstehe. Ich werde mal hier einige Kisten durch passive Anbieterkisten ersetzen, damit die alle im System drin sind. Ja, weil du sagtest mir ja, es lohnt sich noch nicht, weil wir noch keine Bauroboter haben. Deswegen habe ich sie wieder rausgenommen. Ach so, ich habe einen reingetan. Ja, es... Ach so, ja, jetzt haben wir einen. Wieso steht hier eine Intelligente? Was ist denn das für ein Blödsinn hier? Warum steht da eine intelligente Kiste und ein Roboter, die in den Hangar reinschaufeln? Ganz einfach, weil du da einfach die Reparaturkits reinlegst. Das brauchst du gar nicht. Doch. Nein, du brauchst einfach nur in eine passive Anbieterkiste Reparaturkits drin zu haben. Die holen die sich raus. Das ist viel einfacher. Geht natürlich auch so. Ich war. Aber ich mache das immer gerne so, dass die Drohnenhangar alle befüllt sind. Ach so, ja, das holen die. Die nehmen die ja automatisch wieder mit zurück und die sind dann im Hangar. Siehst du, jetzt hat der Hangar zwei Reparaturkits. Aber ist wurscht. Boah, also ich merke schon, die Türme sind schon deutlich stärker. So. Ja, dann baue ich neu mich. So, also ich habe jetzt einen Reparatur-Baubot gebaut. Baue jetzt noch ein paar Logistikroboter. Ein Baubot. Ja, das hört sich voll doof an, ich weiß. Also du meinst ein Crafting-Bot oder Bild-Bot? Ein Bauroboter. Damit hier mal das Problem gerade, die Meldung mal weggeht. Die hat so ein bisschen genervt, fand. Ständig am Blinken. Genau, genau. Oh, Schadenserhöhung, Geschütztürme. So, dann baue ich mal Flugrobotergestelle. So, das... Oh, ich habe keine Reparaturkits mehr. Verdammt! Lass mal wieder welche bauen. Also das Lager oben habe ich jetzt auch wieder auseinandergenommen. Das existiert nicht mehr. Fein, fein. Ist nimmer mehr. Nimmer mehr? Nimmer mehr. Ist im Nimmerland. Ich kenne einen Raben, der so heißt. Okay. So, dann müssen wir dies noch da oben. Und das noch, und das noch, und das noch. Und das noch, und das noch, und das noch. Und das noch. Und das noch, und das noch, und das noch. Oh Gott. Nein, also erstmal primär dieses eine Lager da oben noch. Und dann müssten wir eigentlich, ja gut, die beiden hier noch. Und dann hätten wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Jo. Und vielleicht das noch und vielleicht das noch. Und dann natürlich die ganzen, die noch dazwischen wieder neu spawnen. Genau. Aber soweit ich weiß, an den Stellen, wo wir schon einmal ein Lager zerstört haben,
Da spawnt nicht noch mal eins. Naja, gut, das sind jetzt ja nicht so groß die Stellen. Ich sag's nur noch mal. Aha, sagst es einfach nur. Damit du es auch weißt. Damit du noch mal ein Stück schlauer bist. Menno. Brains. So, was brauchen wir hier? Brauchen wir Stahl. Da Echt ist hier Stahl. mit Feingefühl mit dem Panzer rumnavigieren um die ganzen Gebäude. Wir brauchen Straßen, wir brauchen Autobahnen, Wir brauchen damit unsere alles. Panzer sich ordentlich bewegen können. Genau. So, was war das dritte? Und Von genau. Norden nach Süden. Von Ah, das noch. stimmt sogar bei uns. Und einmal von Westen nach Osten. Genau. So, Und diese nennen wir jetzt. Panzerbahn. Und diese Panzer. Weil sie sind für Panzerbahn. Panzer da, nicht für Autos. Wir fahren keine PKWs. Das gibt es bei uns nicht. Sonst gibt es nur Kraftpaketzüge und Panzer. Wir geben uns mit nichts Kleinerem zufrieden. Richtig. So, sag mal, hatten wir irgendwo. Nee, wir hatten kein Zwischenlager für Zahnräder, ne? Haben wir gar keinen Platz für. Nein, Ach, haben wir okay, nicht. dann mache ich mir das, dann mache ich das anders. Dann produziere ich jetzt einfach mal mit einer Fabrik Zahnräder. Bist du etwa an meine persönliche Kiste gegangen? Was für eine persönliche Kiste? Ich hab höchstens aus der Kiste. Nee, hä? Achso, nee, ich habe hier aus Ja, vielen hier aus Kisten. meiner. Ich habe nur aus vielen Kisten eine Anforderungskiste, eine passive Anbieterkiste gemacht. Bei mir ist hier eine Kiste, wo ich jetzt gerade stehe. Da Ja. habe ich meine persönlichen 7 Sachen Ha, reingelegt. das ist schön für dich. Und? Was damit? Da fehlt aber eins. Was fehlt denn da? Ich weiß es nicht. Da fehlt irgendwas. Woher weißt du Ich denn, dass weiß nur, das dass. fehlt? Weil ich sie komplett voll gemacht Also habe. ich glaube, ich Bis habe auf nichts den. rausgenommen. Oh, ich hoffe doch. Egal, keine Ahnung. Das ist auch nicht so schlimm. Aber Ich nun wollte es nur mal Wein. wissen. Ich wollte nur mal meckern auf hohem Niveau. Ja, ich merke das schon. Was haben wir denn jetzt hier? So, jetzt Wir haben wir haben hier jetzt. Zahnräder. Oh, warum wird das hier so dunkel? Achso, das wird dunkel. Ja, ich wundere mich hier gerade. Ich dachte, das ist ja so ein Schatten. Irgendwie ganz komisch. Den Schatten hast du aber an. Ja, den Schatten habe ich woanders. Danke. So. Bitte. Ja. You're Ja, genau. So, unsere UDA, das sieht schon echt geil aus. Ja. So, So, ich haben wir bin denn. hier. Hast du das Problem? Nee, das Batterieproblem hast du noch nicht gelöst, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen, indem wir jetzt gerade kein Polymer mehr produzieren. Ein Polymer mehr. Ja, ich kann es nicht ändern. Wir haben nichts anderes. Das ist gerade ein bisschen doof. Du meinst, also Schwefelmangel haben wir, ne? Ja, weil wir nicht genug Öl haben. Das basiert ja alles auf dem Ölproblem. Obwohl Schwefel geht jetzt gerade wieder. Also wie gesagt, jetzt geht's so ein bisschen. Jetzt, wo wir halt kein Polymer mehr produzieren. Aber wir produzieren jetzt auch gerade nichts anderes mehr daraus, oder? Woraus? Doch, Plastik, ne? Nein. Ich Auch sagte nicht. doch gerade, also Plastik, Polymer habe ich ausgemacht. Okay. Weil da Vielleicht haben wir ist da ja auch noch hier, welche. dafür haben wir ja hier eine ganze Kiste voll. Dann haben wir hier schon Produktivitätseffektivität. Was? Produktivitätsmodul meine ich. Ja. Herstellungsgeschwindigkeit runter, Produktivität erhöht. Eben. Weil was bringt mir hier Herstellungsgeschwindigkeit, wenn das Ding nicht genug Öl hat? Ja. Alter, die 480 Kilo. Ich guck mal gerade, wie viel Strom. Alter. Der Die Strom ist schon wieder. Modulstationen verbrauchen fast so viel wie unsere gesamten Lichtbogenöfen zusammen. Ja, Was? guck dir das mal an. Guck mal, Oh. der Strom. 5,3 Alter! Megawatt. Wie viele sind das? Das sind doch gar nicht so viele. Das sind 11 Stück. 11. Ja. Oh, krass. Ja, aber wir brauchen sie leider. Ja, Das ich ist das. weiß. Wir müssen da unten das Ölfeld erschließen, ey. Wir müssen gucken, wie wir das machen. Erschießen, ja. Ja, erschießen müssen wir das Ölfeld. Aber richtig. Wenn es sich freiwillig ergibt, Wir ist müssen es. auch gut. Genau, wir müssen es anzünden. Genau. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Dass unsere Eisen gerade hier übel. Welches Eisen? Warum kommt von rechts kein Eisen mehr? Oder Weil da so gut wie gar wahrscheinlich nicht? kein Strom mehr ist. Weil da
weil irgendjemand den Strommast kaputt gefahren hat. Wenn du das weißt, warum hast du da nichts Neues hingestellt? Tatsache, da fehlt einer. Weil ich das nicht dabei hatte. Und mir ist gerade eingefallen, wo du es gesagt hast. Ach, Gabax fällt mir dazu jetzt nur ein. Ja. Stimmt, deswegen kam auch nur ein bisschen an, weil da ja noch die 4 Solarzellen waren. Richtig, ich habe eine Backup-Lösung gehabt, weißt du doch. So, jetzt sehe ich aber gerade, die drei hier sind schon, die arbeiten schon gar nicht mehr. Ja, ja. Warum nimmst du mir meine Dinger weg? Welche Dinger denn? Ja, die Förderer, die habe ich alle hingebaut. Damit ich sie hier unten neu setzen kann. Ach so, ja, dann ist okay. Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt quengeln, oder? Ja. So, warte mal, die machen. Okay. Egal. Warum tust du das? Weil ich es kann. Oh, das wusste ich nicht. Oh, ich habe noch einen. Warte mal. Warum ich den jetzt hier hin? Okay, du machst das schon. Ich mach das schon. So, dann ist das... Strom kriegst du nicht hin. Das? Ich war ja auch noch bei den Förderbändern hier gerade. So. Dann dürften wir jetzt auch wieder genug Eisen haben. Ach, Eisen haben wir eh genug. Ja, jetzt wieder. Und ich wundere mich auf einmal, wo unser ganzes Eisen hin ist. Ich wundere mich, dass die Förderbänder alle leer sind. Ich häng wieder fest. So, und ich gucke schon wieder auf die Uhr und denke mir so, what? Schon nachdem wieder eine Folge vorbei. Nachdem er gegen Baum rannte, guckte er dann auch mal auf die Uhr. Ja, genau. So, was hast du hier? Guckst du dir schön was an? Ja, ich setze überall hier Anforderungskisten hin. Damit man das irgendwann mal abrufen kann, sobald hier das im System drin ist. Macht Sinn. Ich weiß. Aber du wolltest was sagen. Möchtest du oder möchte ich? Ach so, war ich schon wieder? Mein Gott, es ist jedes Mal das Gleiche bei uns, ne? Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Comment da. Wir würden uns drüber freuen. Vielleicht auch irgendwelche Ideen, Verbesserungsvorschläge, ne? Genau. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge bei Factorio. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao.